Interessanterweise bin ich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema ausländische Investoren konfrontiert worden. Die Frage dabei war identisch. Ziehen Sie sich schon wieder aus Deutschland zurück? Ich war etwas überrascht ob dieser Frage, denn fundamental und ökonomisch hat sich in den letzten Monaten nur wenig verändert. Zumindest nichts, was ausländische Investoren dazu veranlassen sollte, sich aus Deutschland zurückzuziehen. Hinzu kommt, dass das Zinsniveau weiterhin niedrig ist und bleibt. Und solange auch die Inflation keine Warnsignale sendet, wird es keine signifikanten Zinsanstiege geben. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass der deutsche Investmentmarkt seit 2005 deutlich internationaler geworden ist. Wenngleich aktuell die Dominanz ausländischen Kapitals der Jahre 2005 bis 2008 nicht wieder erreicht wurde. Allerdings, seit 2005 haben Ausländer 134 Milliarden Euro in deutsche Gewerbeimmobilien investiert und im Gegenzug nur für 60 Milliarden Euro Immobilien verkauft. Sie sind also Nettokäufer und haben in jedem Jahr außer 2009 Bestand aufgebaut. Aktuell sind somit keine Anzeichen dafür zu erkennen, dass sich internationales Kapital aus dem deutschen Markt zurückzieht. Im Gegenteil, Deutschland bleibt auf der Liste der Zielländer. Besonders noch nicht investierte, eigenkapitalstarke Investoren aus dem Mittleren Osten oder dem asiatischen Raum sondieren den Markt und suchen nach Einstiegsgelegenheiten.